Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Public Class GPT. Ihr steuert jetzt in die Zielgerade ein. Dies ist das vorletzte Video. Unglaublich, oder? Aber das heißt auch, dass ihr euch nochmal auf zwei Videos voller schöner Themen freuen könnt. Nachdem wir im letzten Video bereits Streams behandelt haben, geht es heute mit dem Thema Generics weiter. Also, was bedeutet Generics überhaupt und warum benutzen wir sie? Generics sind in Java Sprachkonstruktoren und bedeuten wörtlich übersetzt etwa generische oder parametrisierte Typen. Mit Generics könnt ihr Klassen, Schnittstellen oder Methoden schreiben, die ihr erst zur Laufzeit für bestimmte Datentypen beschränkt. Hier werden mithilfe von sogenannten Typvariablen unbekannte Datentypen definiert, die dann durch konkrete Typen ersetzt werden, wenn ihr eine Klasse, Schnittstellen oder Methoden verwendet. Mit Generics bleibt man also während der Laufzeit variabel. Und wie der Aufbau von einer generischen Klasse aussieht und wie man sie verwendet, zeigen wir euch jetzt. Der typische Aufbau einer generischen Klasse sieht wie folgt aus. Zuerst deklarieren wir eine neue Klasse mit unserem Klassennamen. Anschließend folgt in Spitzenklammern der Platzhalter für unseren Datentyp. Theoretisch kann man jeden Namen für den Platzhalter nehmen. Jedoch gibt es einige Konventionen. Zum Beispiel wird T für Datentyp, K für Keys, V für Values und E für Element verwendet. Innerhalb unserer Klasse Beispiel wird eine Variable i vom Datentyp t initialisiert. Dies ist quasi so, als würden wir int i schreiben, nur dass der Datentyp noch nicht festgelegt ist. Erst bei der Instanzierung eines Objekts der Klasse wird definiert, welchen Datentyp i überhaupt hat. Möchten wir zum Beispiel, dass die Klasse Beispiel nur Komponenten vom Typ int speichert, schreiben wir Beispiel Integer int Klasse gleich new Beispiel Integer. Wie ihr seht, haben wir hier Integer statt int geschrieben. Dies hat auch einen Grund. Denn bei Generics verwenden wir sogenannte Wrapper-Klassen. Die primitiven Datentypen werden als Objekte entsprechender Wrapper-Klassen gespeichert, also als Referenzdatentypen. Die primitiven Datentypen und ihre entsprechenden Wrapper-Klassen haben wir euch hier aufgelistet. Bei der Instanzierung schreiben wir also hinter den Klassennamen in Spitzenklammern den Datentyp, mit dem wir unsere generische Klasse parametrisieren wollen. In unserem Fall wird die Klasse Beispiel also mit einem Integer parametrisiert. Nun folgt der Objektname, in unserem Fall also int-Klasse und ein Zuweisungsoperator. Anschließend wird mit new ein Objekt erzeugt und hinter dem Klassennamen folgt optional wieder in Spitzenklammern der Datentyp. Optional, weil es seit Java 7 möglich ist, beim new-Operator die Typparameter wegzulassen und nur die Spitzenklammern zu schreiben. Ihr könnt also auch schreiben, Beispiel Integer int Klasse gleich new Beispiel spitze Klammern. Diese Funktion wird aufgrund ihres Aussehens auch Diamond genannt. Am Ende der Instanzierung natürlich nicht die runden Klammern vergessen. Schließlich ruft ihr hier einen Konstruktor der Klasse auf. Was passiert nun also bei der Instanzierung? Wir übergeben hier der generischen Klasse einen Datentypen und ersetzen den Platzhalter t in der Klassendeklaration durch einen Integer. Dies wird auch Parametrisierung genannt. Somit wird überall dort in der Klasse, wo der Platzhalter t verwendet wird, ein Integer eingesetzt. Außerdem können wir bei der Instanzierung dem Konstruktor auch einen Wert übergeben. In dem Beispiel übergeben wir eine 3. Diese wird dann in der Variablen i gespeichert. Beispiel Integer int Klasse 1 gleich new Beispiel Integer 3. Jedoch muss der übergebene Wert in diesem Fall vom gleichen Datentyp sein, von dem eure Klasse parametrisiert ist. Denn bei der Parametrisierung wird auch im Konstruktor der Platzhalter t durch einen Datentyp ersetzt. Somit verlangt der zweite Konstruktor hier ein Integer. Alternativ können wir den leeren Konstruktor benutzen und mit der Methode set den Wert von i festlegen. Beispiel Integer int Klasse 2 gleich new Beispiel Integer int Klasse 2.z3. Die folgende Zeile würde so also nicht funktionieren. Denn der Compiler merkt an, dass der übergebene String nicht in eine Integer-Variable gespeichert werden kann. Aber wofür braucht man Generics überhaupt? Wofür sind diese sinnvoll? Vorteile von Generics sind, dass die Typsicherheit bereits beim Kompilieren und nicht erst während der Laufzeit geprüft wird, was Programmabstürze verhindern kann. Außerdem erleichtern sie das Programmieren erheblich, da der verwendete Datentyp klar ersichtlich ist. Wenn zum Beispiel eine ArrayList mit einem Integer erstellt wurde, kann man sich sicher sein, dass nur die gewünschten Werte vom Typ int genutzt werden. Mit denen können wir gewisse Operationen, wie zum Beispiel eine Addition zur Laufzeit, problemlos durchführen. Doch was ist eine ArrayList überhaupt? Eine ArrayList ist ganz einfach eine Liste. Sie kann sowohl als normale als auch als generische Klasse verwendet werden. Auf die genaue Funktion von Listen gehen wir im nächsten Video näher ein. Heute wollen wir euch nur zeigen, wie generische Klassen im Alltag verwendet werden können. Ihr könnt also zum Beispiel eine Liste erstellen, die alle Objekte akzeptiert. Wie ihr wisst, leiten sich in Java alle Objekte von der Klasse Object ab.
Dies ist jedoch ziemlich riskant, da der Compiler nicht genau vorhersagen kann, ob eine Operation mit dem falschen Datentyp durchgeführt wird. Ihr könnt aber die Klasse ArrayList auch als generische Klasse verwenden und zum Beispiel eine Liste erstellen, die nur Integer-Werte speichert. Erstellen wir zum Beispiel eine ArrayList vom Typ Integer. Dafür schreiben wir ArrayListInteger, ArrayListe gleich New ArrayListInteger. Die Klassen ArrayList und LinkedList verfügen über verschiedene Methoden, sodass wir damit arbeiten können. Da diese Klasse generisch genutzt wird und mit einem Integer parametrisiert ist, ist klar, dass nur Integer darin gespeichert werden können. Wir können mit der Methode addObjectO Werte hinzufügen. Dies sieht dann so aus. Da unsere List aber nur Integer speichert, ist folgende Zeile nicht möglich. Die Methode getInti liefert uns einen Wert an einen bestimmten Index i. Wollen wir zum Beispiel den Wert an Index 1 ausgeben, schreiben wir System.println Liste get 1. Ausgabe ist dann 15. Weil die Klasse mit einem Integer parametrisiert wurde, weiß der Compiler, dass nur Integer gespeichert werden und wir können daher sicher sein, dass ausschließlich Integer ausgegeben werden. Somit wird die Typsicherheit bei den Operationen sichergestellt. Zeigen wir euch mal, wie Operationen auf einer Liste mit und ohne Parameter aussehen. Ohne Generics. Hier erstellen wir ein Objekt der Klasse ArrayList, welche nicht generisch genutzt wird. Somit kann unsere Liste alle Objekte speichern. Die Methode get liefert ein Objekt zurück. Da ein Objekt nicht direkt mit einem String gespeichert werden kann, muss dies explizit durch Carsten angegeben werden. Wir können auch zum Beispiel ein Integer in die ArrayList speichern. Möchten wir nun diesen Wert in eine String-Variable speichern, würde dies zur Laufzeit eine Exception auslösen. Mit Generic sieht das so aus. Hier erstellen wir ein Objekt der Klasse ArrayList, welche wir generisch verwenden und mit einem String parametrisieren. Daher können wir in diese Liste nur Strings hinzufügen. Möchten wir zum Beispiel jetzt ein Integer hinzufügen, würde der Compiler eine Fehlermeldung ausgeben. Daher fällt das Carsten weg, wenn wir nun das Objekt in einer String-Variable speichern wollen. Nun wisst ihr, wie ihr die Klasse ArrayLists generisch verwenden könnt. Was Listen im Allgemeinen sind, zeigen wir euch im nächsten Video. In diesem Zusammenhang werden wir euch dann auch die Klasse LinkedList vorstellen. So, jetzt seid ihr auch fast wieder am Ende dieses Videos angekommen. Aber ein Thema erwartet euch noch. Zum Schluss gehen wir noch einmal auf die Vererbung generischer Typen ein. Die Vererbung in der Programmierung ist euch ja bereits aus den vergangenen Videos bekannt. Schauen wir uns einmal an, wie die Vererbung bei generischen Klassen vonstatten geht. Die Vererbung generischer Klassen ist beinahe identisch mit der nicht generischer Klassen. Class A extends B String. Hier leitet sich eine Klasse A von einer String-parametrisierten Klasse B ab. Die Klasse A ist dann auch mit einem String parametrisiert. Class A E extends B. Die Klasse A ist eine generische Klasse und leitet sich von der Klasse B ab. Class A E extends B E. Die generische Klasse A leitet sich von der generischen Klasse B ab. Class A E extends B String. Die generische Klasse A leitet sich von der String parametrisierten Klasse B ab. Kommen wir nun zu der Typeinschränkung bei generischen Klassen. Hier legt man fest, welche Datentypen dem Platzhalter bei der Parametrisierung übergeben werden dürfen. Man kann beim Erstellen von generischen Klassen die generischen Parameter mit dem Schlüsselwort extends einschränken. Wir können zum Beispiel festlegen, dass unsere generische Klasse Beispiel nur mit Datentypen parametrisiert werden darf, die sich von der Klasse Number ableiten. Dann könnt ihr die Klasse zum Beispiel mit einem Integer parametrisieren, da sich Integer von Number ableitet. Wollen wir die Klasse jedoch mit einem String parametrisieren, würde der Compiler eine Fehlermeldung ausgeben, dass String nicht von Number erbt. Mit dem Schlüsselwort Super kann man Datentypen parametrisieren, die allgemeiner als ein angegebener Datentyp sind. Dies erlaubt alle Objekte der Klasse, die allgemeiner als die Klasse Number sind. Kommen wir nun zu den sogenannten Wildcards. Wildcards bieten uns noch mehr Flexibilität bei der Deklaration. Denn anstatt, dass wir bei der Parametrisierung einen Datentypen übergeben, lassen wir diesen durch ein Fragezeichen undefiniert. Jedoch können keine Elemente hinzugefügt werden, da der Datentyp während der Kompilier- und Laufzeit nicht klar ist. Wildcards sind also nur für den Zugriff praktisch. Also, fassen wir noch einmal kurz zusammen. Mit Generics gibt man dem Compiler die Möglichkeit, typsichere Klassen zu erstellen. Sinn davon ist es, die Flexibilität des Programms zur Laufzeit zu steigern. So Leute, für heute habt ihr es schon wieder geschafft. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, wie immer in die Kommentare damit. In der Beschreibung findet ihr natürlich wieder Links zu den Übungsaufgaben. Wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei zum allerletzten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Das ist die Endcard. Ihr wisst ja, was euch erwartet.